wir freuen uns, dass wir heute zum allerersten Mal, das gab es noch nie, eine Premiere beim CSD Stuttgart, beim Neujahrsempfang, dass wir eine Staffelübergabe auf die Beine stellen können. Gabriele Arnold als Schirmfrau des Jahres 2017 und ich sage es ganz einfach frei raus, Judith Skudelny, Mitglied des Bundestags für die FDP, hier Stuttgarter Entsendung in das höchste Gremium im Land, ist die Schirmfrau des diesjährigen Christopher Street Day. Schön, dass Sie da sind, liebe Frau Skudelny. Kommen Sie nach oben. Judith Skudelny ist Gemeinderätin in Leinfelden-Echterdingen, ist die Generalsekretärin der FDP in Baden-Württemberg und ist auch wieder im Bundestag, eine Legislatur aufgrund der Familienplanung ausgesetzt und jetzt wieder dabei. Von daher freuen wir uns sehr, dass wir hier eine Stimme haben und sie wird auch gleich die Stimme erheben und das Amt offiziell entgegennehmen. Ist für uns eine ganz, ganz große Ehre, dass das jetzt hier auch so on the flow geht. Wir freuen uns sehr, dass Sie die Schirmherrschaft übernehmen. Wir freuen uns, dass wir nach dem Comeback im Bundestag der FDP jetzt tatsächlich auch nochmal die Positionen uns genau anschauen können. Da habe ich in den vergangenen Tagen sehr, sehr viel Positives gehört. Anträge, die gestellt werden. Natürlich ist es als Oppositionspartei, das müssen wir natürlich auch fairerweise dazu sagen, einfacher. Aber das tut dem Ganzen natürlich keinen Abbruch. Wir freuen uns über starke Stimmen. Wenn es dazu noch weibliche Stimmen in Berlin sind, umso besser. Gar keine Frage, das freut uns natürlich. Und eben auch Ihre Vernetzung als Gemeinderätin in Leinfelden-Echterdingen. Auf Landesebene, wo wir tatsächlich auch mit der FDP tatsächlich sprechen müssen, da haben wir in der Vergangenheit, das wollen wir nicht verhehlen bei einer Schirmherrschaft, bei Abstimmungen durchaus schwierige Positionen gesehen. Die Schirmherrschaft bietet die Möglichkeit, darüber zu sprechen und zu diskutieren und vor allem auch auf Bundestagsebene. Aber genug der Worte meinerseits. Wir freuen uns, dass Sie die Schirmfrau des CSD 2018 sind. Judith Skudelny. Zunächst einmal möchte ich mich bedanken. Frau Arnold, vielen Dank für die Rede, für das, was Sie im letzten Jahr gemacht haben. Das macht es mir ziemlich schwer. Tatsächlich haben Sie große Fußstapfen hinterlassen, was den Perspektivwechsel betrifft, was das gemeinsame Miteinander betrifft. Und das ist ja genau das, was eine Herausforderung für mich sein wird, in diese Fußstapfen reinzutreten und zu gucken, dass wir die Gesellschaft, dass wir unsere Gemeinschaft ein Stück weit besser machen. Sie mit der Kirche natürlich und meine Aufgabe wird es sein, natürlich in die Politik hineinzutragen, aber Politik ist auch immer Bildungsaufgabe. Es ist auch natürlich meine Aufgabe, mit der Gesellschaft hier auch nochmal in den vertieften Diskurs zu gehen. Als ich heute Abend gehört habe, ich darf Grußworte sagen, habe ich mir überlegt, was sagst du? Und dann ist natürlich immer wieder die gleichen Punkte. Wir brauchen die Rehabilitierung nach 175, die vollständige Rehabilitierung. Wir brauchen ein Transsexuellengesetz, das tatsächlich den Transsexuellen auch gerecht wird. Wir brauchen, meiner Überzeugung nach, mehr denn je, die Aufnahme der, der sexuellen Orientierung in den Paragraphen 3 und wir brauchen natürlich auch deutschlandweite Aktionsprogramme. Ganz ehrlich, um das von mir zu hören, hätten Sie einfach nur im Wahlkampf hingehen können, das hätten Sie von fast allen gehört, die, naja, fast allen gehört, die da waren. Die sind aber auch heute nicht da. Aber darum geht es nicht. Ich glaube, eine Schirmherrschaft ist etwas mehr als nur das Herunterbeten, das Anträge stellen. Ich habe die Schirmherrschaft nicht übernommen, um mein Parteiprogramm hier oben abzulesen, sondern ich habe die Schirmherrschaft übernommen, weil ich eine ganz persönliche und eine ganz tiefe Überzeugung habe. Wir haben gehört, wir haben alle möglichen Menschen bei uns. Große, kleine, dicke, dünne, schwule, lesbische, auch ein paar Heteros unter uns, Transsexuelle, Intersexuelle, Queere, alles Mögliche. Und ich glaube, das, was uns alle ein Stück weit eint, und zwar jeden Einzelnen von uns, sind die Tage, an denen wir einfach nur ganz normal sein wollen. Und zwar genauso, wie wir sind. Niemand will darüber identifiziert werden, an jedem Tag, was ihn anders macht. Das Wesen einer Gesellschaft ist, dass wir im Kern der Menschenwürde alle gemeinsam ganz normal sind, und zwar genauso, wie wir sind. Und
neben allem, was wir rechtlich gleichstellen müssen, ist es immer noch was Besonderes. Wir haben vorhin das wunderschöne Lied gehört, übrigens ein Gruß auch an das Naturtheater in Stetten. Ja, da spielt meine Tochter, die sitzt ja auch, deswegen kenne ich die. Nach allem, was wir vorhin von dem Lied gehört haben, wir wollen keine Spuren hier bei uns im Haus. Kennen Sie den Spruch, Mensch, ich habe ein ganz nettes Schwulenpärchen kennengelernt? Also ich habe schon viel gehört, aber zu mir hat noch niemand gesagt, Mensch, ich habe ein ganz nettes Heteropärchen kennengelernt. Oder da ist eine Lesbe, die ist eigentlich ganz normal. Okay, das gibt es bei Frauen, da ist eine Frau, die ist ganz normal. Aber tatsächlich, wenn man transsexuell ist, wenn man intersexuell ist, wenn man auf die Straße geht, ich weiß nicht, ich kenne das manchmal sonntagmorgens zum Bäcker, da sehe ich echt nicht hübsch aus, ne? Da will ich einfach am liebsten in der Masse verschwinden. Was passiert, wenn du in der Masse nicht verschwinden kannst, weil die Leute immer nicht das Normale an dir sehen, das sehen, dass du ein Mensch bist, sondern immer dich über deine Unterschiede differenzieren? Was macht es mit dir und was macht es vor allem auch mit der Gesellschaft? Und das ist es, worauf ich meinen ganz persönlichen Schwerpunkt setzen möchte. Ich möchte, dass es viel normaler ist. Und da muss ich mir auch ganz selber an die Nase fassen. Das ist manchmal, wir hatten es Kirche, meine Tochter war vom kirchlichen Kindergarten. Ich habe die Geschichte so unter uns Freunden schon öfter mal erzählt. Ich war Trauzeugin einer schwulen Hochzeit, habe mich gefreut. Meine Hetero-Freunde und die anderen heiraten bei mir irgendwie alle nicht. Und meine Tochter hat sich gefreut, ey, ich bin Blumenmädchen. Na? Da habe ich gesagt, so Sascha, an dem Tag gehst du nicht in den Kindergarten, katholische Kindergarten, die sind manchmal ein bisschen schwierig. Und habe gesagt, geh rein und sag, dass du Blumenmädchen wirst auf einer Männerhochzeit. Genau das Gegenteil von dem, was ich will. Ich will nämlich, dass es ganz normal ist, dass sich niemand mehr Gedanken darüber macht, wer mit dem anderen verheiratet ist. Ich durfte vor 8 Jahren schon mal auf der Gala sprechen, damals in Stellvertretung von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, und da habe ich gesagt, ganz im Ernst, meine Grundeinstellung zur Partnerschaft und zur Sexualität anderer Menschen ist, mach, was du willst, solange es nicht mit meinem Mann ist. Das ist eigentlich das, was wir an Normalität wollen. Und wenn ich jetzt mal 8 Jahre zurückdenke, dann denke ich, meine Güte, es hat sich ja in Deutschland doch schon ein bisschen was getan. Na, also man kann jetzt nicht sagen, ich war neulich als Generalsekretär, kommst du ja so ein bisschen rum, und da war ich am Ende der Welt, also Stuttgart, dann hat die Zivilisation aufgehört, irgendwie fließend Wasser und Strom gab es immer noch, und dann gibt es auf der Alp oben einen Kaff. Also bitte von uns, die wissen, worüber ich rede, ihm nicht verpetzen. Das sind so 10.000 Seelen, und da ist tatsächlich ein schwuler Bürgermeister verheiratet, gewählt worden, seit 2 Jahren im Amt, jetzt ganz genau. Und er hat gesagt, weißt du, Judith, es ist doch eigentlich ein Wunder, hier oben, so Armin, das verstehst du nicht falsch, wo der Stock im Arsch eigentlich bei jedem schon eingepflanzt wird bei der Geburt. Hier oben, wo ich gegen einen heterosexuellen Mann verheiratet kandidiert habe. Da wird ein Schwuler gewählt. Ist das nicht fantastisch? Habe ich gemeint, warum denn? Ah, konservativer als du kann ja wohl keine Hetero sein. Also hat sich was getan. Also die Menschen sehen schon in den Kampf. Und selbst auf der Schwäbischen Alb, selbst dort, wo du es nicht vermutest, fängt Toleranz an zu wachsen, und der läuft rum und der geht zu den 80-Jährigen, gratuliert zum Geburtstag, der ist unheimlich viel unterwegs, der macht mit seiner Arbeit übrigens wahrscheinlich mehr als viele von denen, die tatsächlich denken, aktiv zu sein, also ganz toll. Und auf der anderen Seite gucken wir ins letzte Jahr, sehen wir, dass Gewalt an Schwulen, an Lesben, an Trans- und Intersexuellen gestiegen ist. Dass wir auf der einen Seite mehr Toleranz haben und auf der anderen Seite in unserer Gesellschaft etwas wächst, was kein Mensch mit Anstand und Gewissen in Deutschland jemals wieder haben möchte.
zweite Grund, warum ich mich dieses Jahr so besonders freue, dass ich die Schirmherrschaft übernehmen kann. Freiheit des Einzelnen, die Möglichkeit, individuell zu sein, das körperliche und seelische Unversehrtsein. Eine Gemeinschaft stärken zu können, gegen die Angriffe von außen den Finger drauf zu zeigen, sich schützend vor die Menschen zu stellen und zu sagen, so geht es nicht. Und zwar nicht nur vor denen, die tatsächlich auch körperlich übergriffig werden, sondern auch vor denen, die im Parlament eine Sprache sprechen, die wir in Deutschland nicht mehr hören. Das ist mein Gefühl. Ich hoffe, ich kann in einem Jahr so viel erzählen. Der dritte Grund ist, warum ich hier wirklich besonders gerne bin, weil ich viele von Ihnen kenne und weil es einfach Spaß macht. Es ist, in einer Gemeinschaft zu sein. Das haben Sie so schön gesagt. Sie waren plötzlich in der Minderheit und Sie gehören dazu. Ich sehe es als Aufgabe, genau das umzudrehen, dass wir alle gemeinsam eine Gemeinschaft bilden und dafür gemeinsam kämpfen, dass wir alle normal sind, so individuell wie wir sind, deutsche Gesellschaft offen halten und dass wir dabei nicht griesgrämig wie so manch andere durch die Gegend laufen, sondern dabei auch noch zeigen, dass diese Offenheit Spaß macht. Das ist das, was ich im nächsten Jahr mit Ihnen gemeinsam machen möchte, auf vielen Veranstaltungen, mich natürlich auch politisch aus dem Fenster lehnen und natürlich auch Rechte und Gesetze ändern, aber vor allem möchte ich die Köpfe von den Leuten ändern und deswegen habe ich die Schirmherrschaft übernommen.